Ja, sehr geehrte Herr Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Künstlerhaus begrüßen an diesem wunderschönen Nachmittag, wo die Hitze nicht nur draußen ist, sondern auch bei uns hier in der Hausgalerie. Die Ausstellung Herbert W. Franke eröffnen wir mit seiner Kunst hier schon an den Wänden heute abends um 20 Uhr. Aber wir widmen uns jetzt in einem Wissenschaftstalk den Grundlagen dieser Kunst, die Sie hier an den Wänden sehen. Herbert W. Franke hat anlässlich seines 80. Geburtstages eine große Veranstaltungsreihe, die ihn durch Österreich und Deutschland führt. Und es ist uns eine große Freude, dass heute nicht nur diese Ausstellung eröffnet wird, sondern auch zu diesen Grundlagen seiner Kunst und zum prinzipiellen intellektuellen Entstehen der Kunst, der Computerkunst und den Auswirkungen, die wir hier an den Wänden sehen, ausführlich diskutiert werden wird. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Teilnehmer am Podium. Das ist Frau Pech, die auch alles organisiert hat und dafür herzlichen Dank und vorbereitet hat und die Moderation übernehmen wird. Herrn Professor Franke, Herrn Professor Schatzschneider und Herrn Professor Nacke. Ja, ich darf Sie auch noch mal sehr herzlich begrüßen zu unserer ersten Veranstaltung einer Reihe, die wir unter das Motto Art meets Science gestellt haben. Sie ist gewidmet dem 80. Geburtstag von Herbert W. Franke, der ja wie kaum ein anderer in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands diese zwei Welten, die von C.P. Snow ja auch die zwei Kulturen genannt wurden, in seinem Lebenswerk versucht hat, immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu verbinden. Er ist zum einen in der Wissenschaft zu Hause, von seiner Ausbildung her ja Physiker, hat dieses physikalische, naturwissenschaftliche Wissen aber in sehr unterschiedlichen Bereichen dann umgesetzt und auch angewendet. Er gehört heute zu den renommiertesten Autoren utopischer Literatur in Deutschland und tut das auch auf der Grundlage der Wissenschaften und der Technik. Also hat einen hohen Anspruch auch, was die wissenschaftlichen Voraussagen betrifft, die in seinen Werken zu finden sind. Gleichzeitig hat er sich aber auch mit wissenschaftlichen Fragen im Bereich der Computerkunst beschäftigt. Für ihn ist ja Kunst eigentlich ein Experimentierfeld. Das ist ein Thema, über das wir heute in diesem Wissenschaftstalk sicher auch ein bisschen sprechen werden. Er hat sich früh auch mit Fragen beschäftigt, was Kunst ist, wie Kunst funktioniert, wie sie auch wissenschaftlich ergründet werden kann. Dazu hat er eine kybernetische, informationstheoretische Kunsttheorie entwickelt. Dazu werden wir heute auch sprechen. Und last but not least ist er, ich möchte sagen, nebenbei auch noch Höhlenforscher, aber diesen Aspekt wollen wir heute nicht so in den Mittelpunkt stellen, sondern die Computerkunst. Also er hat nicht nur sich wissenschaftlich mit der Frage Kunst auseinandergesetzt, sondern wie das ja Leonardo in der Renaissance auch getan hat und andere Vertreter, er hat selbst auch Kunst produziert, durchaus mit dem Zweck und dem Hintergrund wiederum zu verstehen, was Kunst eigentlich ist und wie Kunst funktioniert, auch wie Kunst in den Köpfen der Rezipienten funktioniert. Wir haben heute in diesem ersten Wissenschaftstalk hier in Wien zwei Gäste. Zuerst möchte ich mich nochmal sehr herzlich auch bei Herrn Bogner bedanken, dass wir hier diese erste Veranstaltung in Wien durchführen können. Wie die meisten, die hier sitzen, wissen, ist Herbert W. Franke ja Wiener, also Wiener von Geburt und bis heute. Er ist ja inzwischen in der Wahlheimat Deutschland in Bayern zu Hause und die letzte Veranstaltung wird auch in München sein. Aber im Herzen ist er bis heute Wiener geblieben und das wird sich sicher auch nicht ändern.
Wir haben zwei Gesprächspartner für den Wissenschaftstalk hier, die von Herrn Bogner ja schon kurz vorgestellt wurden, die ebenfalls kongeniale Geister sind, möchte ich sagen, weil sie auch im Sinne moderner Nachfahren Leonardos in beiden Bereichen, in der Wissenschaft und in der Kunst, zu Hause sind. Professor Frieda Nake ist zuerst mal Informatiker. Er hat aber schon in den 60er Jahren seine Programmierkünste zweckentfremdet und damit Computerkunst produziert, ist also auch ein Pionier der Computerkunst wie Herbert W. Franke. Und Professor Schatzschneider hier aus Wien, der aber sehr viel im Moment auch in Toulouse arbeitet, ist Festkörperphysiker. Er ist aber nicht nur Wissenschaftler, sondern Romancier, auch das verbindet ihn wiederum mit Herbert W. Franke als Autor utopischer Romane und utopischer Geschichten mit hoher Anerkennung und mit einem, würde ich mal sagen, ähnlichen Gedankenbeutel dahinter, das Herbert W. Franke mit ihm sicherlich verbindet. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, werde ich beide Herren bitten, ein kurzes Statement zu geben. Aber bevor wir das tun, möchte ich Frau Ruth Askböck bitten, die heute als Vertreterin aus dem Vorstand der Grazer Autoren- und Autorinnenversammlung anwesend ist, ein paar Worte zu Herbert W. Franke zu sagen, und übergebe Ihnen das Mikrofon. Ja, zuerst danke für Ihre Einladung. Wie schon gesagt wurde, mein Name ist Ruth Askböck. Ich bin vom Vorstand der Grazer Autoren-Autorinnenversammlung eingeladen, gefragt worden, ob ich ein paar Begrüßungsworte spreche zum Thema Herbert W. Franke als Schriftsteller. Natürlich würde mir auch einiges einfallen zu Herbert W. Franke als Computerkünstler, aber alle Themen kann einer nicht abdecken. Die Grazer Autorenversammlung ist nicht eine, sondern die größte Schriftstellervereinigung Österreichs, die Wert darauf legt, dass eben Künstler bei uns zu Hause sind, die nicht nur eindimensional arbeiten mit einem Medium in einer Richtung, sondern wir freuen uns, wenn wir Mitglieder haben, die Verschiedenes machen und die ihre Kunstauffassung ein bisschen breiter sehen. Wir sind daher sehr froh, dass Herbert W. Franke, der auch beim Deutschen PEN ein Mitglied ist und als Mitglied eingeladen wurde, seit Jahren unser Mitglied ist. Wir persönlich haben schon auch seit vielen Jahren Kontakt. Wir haben in Linz Veranstaltungen gemacht, in Wien, in der Alten Schmiede, im Literaturhaus. Und das war immer begleitet, nicht nur mit einer Lesung, nicht nur mit einer Diskussion und einem Vortrag, sondern auch mit bildnerischen Elementen, die beim Publikum immer sehr gut angekommen sind. Das ist der erste Punkt, den ich sagen möchte, das gehört heutzutage zu einem Schriftsteller dazu, dass er mit seinem Publikum in Kommunikation tritt. Das zweite ist, wir haben einander besser kennengelernt über die Arbeit an dem Buch Wege zur Computerkunst, wo eben die Entwicklung der letzten Jahrzehnte von Herbert W. Franke beschrieben wird und ein Buch, das ich natürlich allen empfehlen kann. Und in diesem Zusammenhang möchte ich sagen, wenn ein Schriftsteller imstande ist, eine hochkomplexe Materie, wie es eben dieses technische Medium ist, auf eine Weise einem Publikum, einem allgemein interessierten Publikum darzulegen, dass man es auch gut versteht, das ist, würde ich sagen, schon eine große Kunst. Das kann jeder Journalist, der das versucht hat, bestätigen und noch mehr, wenn das in einer schriftstellerischen und literarischen Form passieren soll. Über diese Zusammenarbeit habe ich dann noch anderes entdeckt. Das ist der Poet Herbert W. Franke, das heißt, das sind Gedichte. Ich möchte jetzt nicht so, Vergleiche sind immer schwierig, aber man kann ein bisschen ironisch, ein bisschen satirisch, man kann an Ringelnatz denken.
Auch an den Busch könnte man denken, der ja auch gezeichnet hat, und also nicht die fromme Helene gerade, aber da gibt es einiges, was in dieser Diktion damit zusammenhängt. Und das waren auch die ersten Veröffentlichungen in Österreich. Dann hat Österreich sich sehr reserviert verhalten, würde ich sagen, so wie es manchen gegangen ist, und der schöne Erfolg hat dann in Deutschland beginnen müssen. Das waren die zwei Punkte. Der dritte Punkt ist eben der Science-Fiction-Autor, nicht nur Deutschlands, sondern der deutschen Sprache in großen Verlagen. Und auch da ist etwas zu sagen, wenn Sie ein bisschen, Wien ist eine Theaterstadt, da kann ich den Vergleich wagen. Ein Theaterautor, wenn er dramaturgisch nicht mehr weiter konnte, hat ungefähr 200 Jahre lang dann einen Boten mit einem Brief auftreten lassen. Und dann ist der Knoten wieder ein bisschen aufgelöst worden und das Stück konnte weiter geschrieben werden. So machen das viele in der fantastischen Literatur. Wenn es sozusagen nicht mehr weitergeht mit den vielen Fantasien, dann kommt eben ein kleines Wunder oder etwas, was man nicht versteht. Das würde Herbert W. Franke nicht machen. Er ist kein Fantast in dieser Hinsicht, sondern eben er schreibt utopische Literatur auf der Basis von Entwicklungen in der Physik, in der Chemie, in vielen anderen Bereichen der neuen Wissenschaften des 21. Jahrhunderts, und manches, was angeklungen ist schon vor längerer Zeit, beweist sich jetzt als richtig und fast prophetisch, wenn man das sagen darf. Das sind die drei Bereiche der Wissenschaftsschriftsteller, Populärschriftsteller von Wissenschaft, der Poet, der Science-Fiction-Autor, und damit ist, glaube ich, ein kleiner Teil deines Wirkungsbereiches umschrieben. Ich freue mich, dass ich hier als Vizepräsidentin der Grazer Autorenversammlung sprechen kann und darf Sie einladen. Wir machen immer wieder Veranstaltungen, auch mit unseren Mitgliedern, die bildnerisch arbeiten oder fotografisch. Und am 13. Oktober wird Herbert W. Franke in der Alten Schmiede lesen. Also wenn Sie das Programm, es ist jetzt sparsamkeitsmäßig ein Zwei-Monats-Programm, wenn Sie das verfolgen, vielleicht, es ist ein Freitagabend, kommen Sie da auch. Dankeschön. Danke, Ruth Asböck, für die netten Worte. Sie hatten ja das literarische Werk von Herbert W. Franke schon angesprochen, und ich denke, wir sollten vielleicht zur Einstimmung dann in unsere Diskussion auch noch eine Geschichte von Herbert W. Franke hören. Zuvor würde ich aber jetzt als ersten Herrn Professor Nake bitten, sein Statement abzugeben zu unserem Thema heute. Man bereitet sich ja vor, Mikrofon soll ich nehmen, und dann geschieht etwas und dann muss man alles umschmeißen. Als ich in Jugendjahren noch ohne Grübelei, da meinte ich mit Behagen, mein Denken wäre frei. Seitdem habe ich die Stirne oft auf die Hand gestützt und fand, dass im Gehirne ein harter Knoten sitzt. Mein Denken wurde leiser. Ich merkte mit Verdruss, es kann doch unser einer nur denken, wie er muss. Wilhelm Busch, weil jetzt hier, ich wusste gar nicht, Herbert, dass du also ein Buschianer bist, also, und das passt ja dazu, weil du bist auch schon ein bisschen älter. Ich freue mich sehr, A, über die Gelegenheit, mal kurz nach Wien einzuschweben und dann morgen auch schon wieder hinaus zu eskamotiert, nehme ich an, zu werden. Und ich freue mich noch mehr darüber, dass der Anlass du bist, ne? 80 Jahre alt geworden vor 14 Tagen, vor 10 Tagen, 9 Tagen. Ich hätte nicht gedacht, Herbert, als wir uns vor über 40 Jahren, ist das jetzt her, Mitte 60er Jahre, zum ersten Mal begegnet sind, dass es dann da mal eine Gelegenheit geben würde, wo du älter geworden bist und ich bin genauso viel älter geworden, nehme ich jetzt mal an, ne? Wenn meine Zeit nicht viel langsamer geht, was man ja nicht weiß, der Physiker hört zu, dass
ich dann da als der junge Spund etwas machen darf, was ich jetzt vorbereitet mache, zu deinen Ehren. Schönen Dank für die Gelegenheit. Ich bin es gewohnt, eigentlich nur frei zu sprechen. In der Gegend, wo ich tätig bin, in der Informatik, da macht man das so. Dort meint man ja, da ginge es exakt zu. Deswegen ist das Reden beliebig verantwortungslos. Dort, wo es nicht exakt zugeht, die Kluft der zwei Kulturen in den Geisteswissenschaften, dort werden immer vorbereitete Texte vorgelesen. Je philosophischer, umso vorbereiteter. Ist das nicht merkwürdig? Gut. Ich habe es also vorbereitet, um einigermaßen in der Zeit zu bleiben. Die Fantasie des Rationalisten. Mit dem Titel der folgenden Bemerkung soll offenbar ein Widerspruch angedeutet werden, der Widerspruch von Fantasie und Rationalismus. So vielleicht, als ginge dem Rationalisten die Fantasie ab. So, als sei die Fantasie des Emotionalisten oder vielleicht die des Romantikers etwas völlig anderes als die Fantasie des Rationalisten. Das mag ja vielleicht auch so sein. Was wäre dann genauer der Unterschied zwischen den beiden Spielarten von Fantasie? Worin soll hier ein Widerspruch liegen? Der Rationalist vertraut seiner Ratio. So könnten wir wohl beginnen. Er verlässt sich auf sein Denkvermögen, seine analytische Kraft und Unvoreingenommenheit. Er strebt Objektivität an. Seine Modelle und Erklärungsversuche zerlegen ein beobachtetes Phänomen in Einzelteile, die auf Elementares reduziert werden. Gleichzeitig, parallel zur Zerlegung der Substanz, baut er Strukturen auf, stellt Verbindungen her zwischen den vorher in Trümmer gelegten Teilen. Sein Ganzes ist ein Baukasten. Aus ihm bedient er sich und steckt zusammen. Der Emotionalist vertraut seiner Emotion. Er verlässt sich auf seine Einfühlung, seine synthetisierende Kraft und auf den Schatz seiner Erfahrungen. Er steht zu seiner Subjektivität. Seine Modelle und Erklärungsversuche betrachten ein Phänomen als Ganzes im Zusammenhang mit anderen Phänomenen, die er als ständig unauflösbare Wechselwirkung erfährt und erfühlt, vielleicht gar erleidet. Seine Betrachtung ist eine Einfühlung. Wurzeln dessen, was er beobachtet, liegen innen, verborgen. Ein Einzelnes kommt ihm nur als Bruchstück vor, als ein Abgebrochenes. Die Fantasie ist die Sehnsucht der Romantiker. Das, was ganz so ist, wie es ist und in keiner Weise anders. Das Ziel aller unerlösbaren irdischen Sehnsüchte, jener Ort, zu dem der Wanderer und Sucher immer hinstrebt, den er aber nie erreicht. Sie liegt, die Fantasie, so verstanden, dem Rationalisten fern. Denn er weiß als seine tiefe Wahrheit, dass wir das Ganze stets nur als Teil haben können. Die Fantasie erscheint aber doch auch anders, einfacher, nüchterner, irgendwie klarer vielleicht. Herbert W. Franke ist ja ein Wissenschaftler, sagen wir. Vielleicht passt diese Bezeichnung aber gar nicht so recht zu ihm, ging mir durch den Sinn. Er holt ja keine Forschungsgelder. Er führt doch keine Projekte durch, aus denen zu jedem Zeitpunkt ein halbes Dutzend von jüngeren Wissenschaftlern sich nähert. Er ist weder Chef eines Instituts noch eines Labors. Ist er, Herbert Franke, nicht eher ein Gelehrter als
ein Wissenschaftler. Der Gelehrte lebt mehr aus einer oder mehreren Methoden heraus, die er aber auch nicht sklavisch befolgt. Der Gelehrte erlaubt es sich vielleicht, Paul Feyerabends anarchistische Wissenschaftskritik zu lesen, wider den Methodenzwang, von der Wissenschaftler sich wohl stets fernhalten wird. Jedoch, da ist Herbert W. Frankes Höhlenforschung als Gegenfall. Über die weiß ich nichts, aber sie bringt ihn wohl schon an die Wissenschaft heran. Dort kooperiert er ja auch mit anderen Wissenschaftlern. Doch so, wie ich ihn nun einmal kenne, ist er ein Gelehrter. Ein Gelehrter der streng rationalistischen Fraktion. Dieser Gelehrte nun arbeitet mit einem Trick. Er schreibt, was bekanntlich alle Gelehrten tun. Doch er schreibt ein anderes Genre, ein abseitiges Science Fiction. Sein Trick ist, dass er innerhalb dieser leicht hinnigen Form seine Methode anwendet. Die bringt er auf solche Art unter die Leute, quasi subkutan. Als Schreiber dieses Genres kann er sich Freiheiten erlauben, die anderen eher nicht zur Verfügung stehen. So greift er das auf, was die Physiker ihm sagen oder was er für plausibel genug hält und formt es zu Geschichten. Nicht zu Experiment formt er seine Vermutungen und Behauptungen. Datensammlungen legt er nicht an. Statistische Analysen betreibt er nicht. Hypothesen bildet er nicht als methodische Stufe im Forschungsprozess. Nein, er springt sofort zum möglichen technologischen Ergebnis einer als zutreffend von ihm angenommenen Hypothese. So, als seien Forschungsarbeiten schon industriell verwertet worden. So wird ihm, was andere noch bezweifeln, bereits zur Geschichte. Ohne Fantasie wird es dabei gewiss nicht zugehen. Eine praktische Fantasie muss her, eine eben, auf die der Rationalist setzen mag. Vielleicht wird es sogar fantastisch zugehen, in Maßen, denn er, Franke, als Rationalist liebt das, was so sein könnte, wie er es schreibt. Es muss, was er schreibt, ihm plausibel sein, einleuchten muss es ihm, was er schreibt. Der Riss, den das Aufblitzen der Fantasie darstellt, der Riss im gewöhnlichen Gang der Dinge, den will er erlauben, den will er zulassen. Der soll ihm Freude bereiten und durch ihn uns anderen auch. Es stimmt schon, nur als Teil haben wir das Ganze. Deswegen aber haben wir und brauchen wir Fantasie. Davon träumen, dass es sich anders verhielte, das können und dürfen wir schon. Auch der skeptische Rationalist, der vor sich hin grummeln mag, wie er das tut, naja, mag ja sein. Dankeschön, Professor Nake, und ich möchte das Wort gleich übergeben an Professor Schatzschneider. Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Eine große Ehre für mich, mit Ihnen zu plaudern. Herr Franke ist ja derjenige, der mich gewissermaßen als Science-Fiction-Autor entdeckt hat. Im Jahre 78, glaube ich, wurde meine erste SF-Story veröffentlicht und Herr Franke war der Herausgeber damals bei Heine. Brauche ich dieses Ding oder funktioniert? Nein, ich glaube, ich brauche das. Ästheten im physikalischen Hyperraum. Dieser Titel wurde mir von Frau Pech vorgegeben und ich war anfangs etwas irritiert, aber bei näherem Hinsehen
habe ich ihn sehr intuitiv auf den Punkt gebracht, gefunden. Er gefällt mir sehr und er beschreibt genau das, was ich eigentlich sagen wollte und jetzt versuche zu sagen. Der Titel legt so wie das Motto dieser Veranstaltungsreihe nahe, Art meets Science, dass Kunst und Wissenschaft auf einer Metaebene verwandt sind. Oder wenn ich es physikalischer ausdrücken darf, in einem Hyperraum, da fühlen wir uns ja wesentlich wohler, wir Physiker, als auf einer Ebene. Nun, intuitiv assoziieren wir mit Kunst und Wissenschaft sofort Gegensatzpaare, wie Emotion und Logik, hier kam das Thema schon, Subjektivität, Objektivität, Induktion, Deduktion, Flexibilität, Starrheit. Wenn ich mir ein Extempore in die österreichische Politik erlauben darf, auch hier finden wir sehr viele Gegensatzpaare, Gusenbauer, Molterer und so weiter und so weiter. Nun, es gibt also sehr viele davon und ich möchte einen kleinen, genaueren Blick darauf werfen, warum das so ist. Charles Percy Snow hat uns in den 50er Jahren schon klar gemacht, dass wir in einer Welt der zwei Kulturen leben. Frau Pech hat das schon diskutiert. Mit starker Betonung der humanistischen und künstlerischen Seite im Vergleich zur naturwissenschaftlichen. Das Beispiel, das er damals gibt, ist treffend. Wenn Sie in einer Abendgesellschaft Smalltalk machen, dann sollten Sie zumindest einige Hauptwerke von Schiller oder Goethe nennen können, ansonsten ist Ihre Reputation dahin. Hingegen spielt es überhaupt keine Rolle, ob Sie den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik kennen oder nicht. Das soll also die Asymmetrie zwischen den beiden Kulturen belegen und die Feststellung stammt aus den frühen 50er Jahren. Es scheint bei flüchtiger Betrachtung diese Situation schlimmer geworden zu sein. Wir haben heute nicht nur zwei Kulturen, sondern viele Kulturen. Es ist schon so weit, dass ein Physiker heute kaum noch mit einem Chemiker sprechen kann. Woran liegt das? Es liegt zum Teil, aber zum großen Teil meiner Ansicht nach daran, dass der postmoderne Mensch eine Vielzahl von Sprachspielen spielt. Das kulturelle Band, das noch bis zur Moderne einen Kanon der Werte des Wissens definierte, gibt es nicht mehr. Das hat Jean-François Lyotard schon Ende der 70er Jahre pointiert festgestellt in seinem kleinen Büchlein Das postmoderne Wissen. Es würde zu weit führen, hier auf die Details dieser Analyse einzugehen. Auf den Punkt gebracht ist das entscheidende Merkmal der Postmoderne der Verlust der großen Erzählungen, wie Lyotard das nennt. Die großen Erzählungen, das sind die Narrative des Guten, des Wahren und des Schönen. Diese wurden in der postmodernen Gesellschaft durch die Narrative des Nutzens, der Effizienz und der Performance ersetzt. Nun, deshalb muss sich auch das Wissen in einer postmodernen Gesellschaft neu legitimieren. Es genügt beispielsweise heute nicht mehr zu sagen, ich bin einer neuen Theorie der außerirdischen Intelligenz auf der Spur, bitte fördert doch dieses faszinierende Projekt. Heute muss begründet werden, wozu diese Theorie eigentlich gut sein soll. Und in der Tat würde dieses Projekt, wie renommiert der Antragsteller auch sein mag, in der europäischen Forschungslandschaft, die sich nun das 7. Rahmenprogramm nennt, nicht die geringste Chance auf Förderung haben. Die Legitimierung durch den Nutzen erklärt die endgültige und völlige Loslösung dessen, was als Wissenschaft wahrgenommen wird. Von jener anderen Seite unserer Kultur, welche sich gerade durch den Mangel an Nutzen definiert, der Kunst. Ich vertrete hier die Antithese, nicht etwa, dass Kunst und Wissenschaft ident seien,
Ich glaube, dass die postmoderne Wahrnehmung, insbesondere der Wissenschaft, eine optische Täuschung ist, die schlicht und einfach den Zeitgeist bedient. Wenn wir den wissenschaftlichen Diskurs genauer betrachten, finden wir nämlich zwei ganz wesentliche kunstimmanente Merkmale in der Wissenschaft: Ästhetik und Kreativität. Die Ästhetik der Wissenschaft ist auf mehreren Ebenen sichtbar. Nehmen Sie die Mikrofotografie, biologische Systeme, sehr schöne Bilder. Ein frühes Beispiel davon haben wir schon im 19. Jahrhundert, die ästhetischen Kunstformen von Ernst Haeckel, die damals noch gezeichnet wurden, das, was er unter dem Mikroskop gesehen hat. Oder denken Sie an die fantastischen Fotos der Weltraumteleskope und der Raumsonden. Oder die Nanotechnologie, wo uns molekulare Maschinerien in quantenmechanischen Simulationen Geschichten aus anderen Welten erzählen. Die Fraktale aus der Mathematik sind bereits so sehr zu einem Bestandteil von Bildsimulationen geworden, dass wir es gar nicht mehr merken. Auf einer zweiten Ebene, auf einer Metaebene, ist Wissenschaft aber auch formal ästhetisch. Der Physiker Paul Dirac hat einmal gesagt, dass die Schönheit einer Formel wichtiger sei als ihre Übereinstimmung mit dem Experiment. Die Symmetrie von Gleichungen, zum Beispiel die von James Maxwell aufgestellten Gleichungen der Elektrodynamik, veranlassten Boltzmann zu dem Ausspruch: War es ein Gott, der diese Zeilen schrieb? Und solche Zitate finden Sie in Vorlesungsskripten aus dieser Zeit. Das wäre heute nicht mehr möglich in der Wissenschaft. In der Tat enthalten die Maxwell-Gleichungen eine Symmetrie, die wohl am besten mit den Symmetrien einer Bachschen Fuge vergleichbar ist. Freilich bedarf es eingehender Beschäftigung mit dem Thema, um diese Symmetrie wahrzunehmen. Aber das gilt genauso für die Bachsche Fuge. Der zweite Aspekt, die Kreativität, wird der Wissenschaft im 20. Jahrhundert gerne abgesprochen. Wesentlichen Anteil an dieser Ansicht haben die Wissenschaftstheorien von Karl Popper und Thomas Kuhn, genauer gesagt deren simplistische Interpretation. Denn selbstverständlich hat Popper recht, wenn er sagt, dass Hypothesen durch Vergleich mit dem Experiment falsifiziert werden und dass dies der einzig legitime Vorgang in der Wissenschaft sei. Wir können also nie verifizieren, sondern immer nur falsifizieren. Auch die Kuhnschen Paradigmenwechsel finden ja statt, wenn die Zeit reif ist, also wenn das Unbehagen mit einer nicht mehr stimmigen Erklärung so groß wird, dass man zu anderen Interpretationen übergeht. In der Praxis spielt sich ja eher so ab, dass ein Paradigmenwechsel dann eintritt, wenn die Proponenten der etablierten Ansicht aussterben. Beide Feststellungen scheinen der Kreativität in der Wissenschaft keinen großen Raum zu geben. Allerdings sind bei genauerem Hinsehen die großen Fortschritte in der Wissenschaft alle durch Kreativität und Intuition erfolgt. Edison sagte zwar: Fortschritt, das sind 10% Inspiration und 90% Transpiration, aber auf die 10% kommt es eben an. Fleming hat das Penicillin nicht durch eine systematische Versuchsreihe entdeckt. Kekulé hat die Strukturformel des Benzols geträumt. Und in die Klasse dieser intuitiven Entdecker gehört natürlich auch Archimedes mit seinem Prinzip des Auftriebs. Ein moderneres Beispiel sind die Supraleiter. Die Hochtemperatur-Supraleiter wurden von Bednarz und Müller 1986 entdeckt, und zwar aufgrund einer, wie sich herausstellte, theoretisch falschen Vermutung, die allerdings intuitiv offensichtlich richtig war. Warum diese Systeme supraleitend sind, wissen wir heute, 20 Jahre später, immer noch nicht. Was die Quantenmechanik betrifft, Konzepte wie die Unschärferelation oder die Wellenfunktion bedürften einer gehörigen Portion an Kreativität und Wagemut, um überhaupt formuliert werden zu können. Richard Feynman, der Nobelpreisträger für Physik, hat einmal gesagt:
Um die Quantenmechanik zu verstehen, muss man Kriminal- und Abenteuerromane gelesen haben. Und wie es mit der Stringtheorie und einem elfdimensionalen, partiell eingerollten Universum steht, das werden wir vielleicht in 10 Jahren wissen. Nun, so viel zur Ästhetik der Wissenschaft. Wie steht es mit der Wissenschaftlichkeit oder der Logik in der Kunst? Ich will mir nicht anmaßen, hier in diesem Hause als Wissenschaftler über Kunst zu referieren. Ein ganz kurzes Statement, wenn Sie mir erlauben. Kunst weist auch ein fundamental wissenschaftsimmanentes Merkmal auf, nämlich die innere Stimmigkeit, die strukturelle Logik. Vielleicht ist diese schwer zu erkennen, insbesondere in der zeitgenössischen Kunst, aber es gibt stets in der bildenden Kunst, in der Musik, in der Belletristik, es gibt stets Strukturen, etwa Muster, Symmetrien, Antisymmetrien. Nun, genau genommen ist es der Rezipient, der die Bedeutung dieser Muster und Strukturen erschafft, indem er sie erkennt oder zu erkennen glaubt, indem er das Regelmaß vom Rauschen unterscheidet und damit das Kunstwerk erst schafft. Eine Beobachtung, welche die Kunst noch einmal in die Nähe der Wissenschaft rückt. Denn dort geht es ja darum, Strukturen in Form einer Theorie Bedeutung zu verleihen und diese Bedeutung zu kommunizieren. Dieser Prozess ist implizit ästhetisch. Die Sinneswahrnehmung des Rezipienten wird ja unmittelbar angesprochen. Und man muss sich nicht im Hyperraum bewegen, um das zu tun. Ich möchte an dieser Stelle die Diskussion eröffnen und vielleicht gleich im Anschluss an diese Geschichte fragen. Professor Franke, halten Sie es denn für möglich, dass es in absehbarer Zeit so kommt, dass Jurymitglieder in Kunstwerke interaktiv eingreifen? Sie sind ja ein Befürworter der interaktiven Kunst generell und dass eine Situation, wie Sie sie hier beschrieben haben, auch für Sie wünschenswert sogar erscheint? Ja, wenn man den Begriff der Kunst sehr weit auffasst, dann gehört ja eigentlich so etwas wie Titelseitengestaltung und Design auch hinzu. Und ich habe das selbst erlebt, dass man irgendeinen Entwurf vorgelegt hat dem Direktor und der sagte, ich muss erst einmal meine Frau fragen, am nächsten Tag werde ich mich äußern. Und dann sagte er nachher, Sie müssen den Hintergrund blau machen, nicht mehr, und diese Figur etwas nach oben schieben. Es ist bekannt, dass ich also die Grenzen zur Kunst nicht so eng ziehe. Ich meine, man kann hohe Kunst auch in angewandten Werken finden und man kann die Regeln, die in der Kunst gelten, auch dort anzuwenden versuchen. Also warum sollte es nicht einmal so weit kommen? Das ist eigentlich eher eine Frage der Ethik oder der Moral. Aber technisch sind wir durchaus in der Lage. Ich meine, dass man also unter Umständen vielleicht ganz andere Auffassungen haben könnte von Kunst und künstlerischer Arbeit. Und vielleicht ist das einmal eine Gruppenarbeit zwischen mehreren Künstlern und einem Gremium, das Übersicht hat über die Kunststile und die Gesetze, die in der Kunst vorgeschrieben sind. Und am Schluss einigt man sich auf irgendeine bestimmte Konfiguration, die einen Mittelwert aus allen Meinungen bildet. Aber ich möchte dazu hinzufügen, ich hoffe das nicht. Ein Extrem, dieser blaue Elefant, da lachen sich alle zu Tode. Und es wäre natürlich toll, wenn der dann den Preis kriegt, der dann sofort von allen gemeinsam, die in den Wettbewerb eingetreten sind, wird das Geld versoffen oder sowas. Das könnten wir schon machen. Adel, ich wird überhaupt nicht kommen. Das wird, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der Begriff des Werkes, um den geht es ja hier, so total verschwindet. Da ist davor die Kunst verschwunden, bevor das käme, dass es die einfach nicht mehr gibt. Naja, also ich wage mich hier auf sehr glattes Parkett, aber ich möchte auf das Thema der Mittelwertsbildung aufgreifen, das Sie gerade gebracht haben. Das findet ja jetzt in der Wissenschaft statt.
was den Klimawandel betrifft. Ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass die Zahlen, die hier in der Presse zu lesen sind, aufgrund einer Befragung von sehr, sehr vielen Wissenschaftlern zustande kommen. Und jeder sagt, das, was bei seiner Rechnung rausgekommen ist, dann wird der Mittelwert gebildet. Das heißt, wir haben Gruppen, die sagen, das Klima wird sich in den nächsten, ich weiß nicht, 30 Jahren um 2 Grad ändern, 2 Grad Temperaturerhöhung. Andere sagen, es sind 16 Grad. Und dann nimmt man einfach alle Zahlen, macht einen Mittelwert und das ist es dann. Also so viel zur Technik der Mittelwertbildung, die durchaus in der Wissenschaft jetzt schon Platz gegriffen hat. Warum soll das nicht auch in der Kunst stattfinden? Die zweite Sache, die Veränderung eines Kunstwerks durch Dritte. Also ich selbst habe die Gewohnheit, manchmal meine Texte, auch die belletristischen Texte und natürlich die wissenschaftlichen, Kollegen zum Lesen zu geben. Und da kommen sehr, sehr wertvolle Hinweise, die dann mein Werk verändern oder oft verändern. Also ich sehe eigentlich auch hier kein wirkliches fundamentales Problem, Kunstwerke auf diese Art zu variieren, neue Techniken einzusetzen, neue Ansichten anzuwenden. Ja, und vielleicht noch eine kurze Bemerkung zur Macht der Frauen, die Sie angesprochen haben, dass die Frau sagte, der Hintergrund gehört geändert. Das erscheint mir weniger auf die Kunst hinzuweisen, als auf die Macht der Frauen. Das funktioniert ja in anderen Bereichen genauso. Gut, wenden wir uns dem Thema zu, inwieweit es möglich ist, sich der Kunst aus naturwissenschaftlicher Sicht zu nähern. Es war Galilei, der einst geschrieben hat, Mathematik ist das Alphabet, mit dessen Hilfe Gott das Universum beschrieben hat. Ist in diesem Sinn also auch die Kunst ein Teil des göttlichen Universums? Können wir auch sie mathematisch fassen? Oder entzieht sie sich womöglich doch zu Recht jeder formalen Beschreibung? Professor Franke, Sie haben sich mit dieser Thematik, glaube ich, seit Jahrzehnten beschäftigt und ich möchte Sie bitten, Ihre Sicht zu diesem Thema kurz vorzustellen. Nun ja, ich würde nicht gleich beim Göttlichen anfangen, sondern als Naturwissenschaftler versucht man vom Einfachen auszugehen. Das ist der natürliche Weg, auf dem der Mensch nach Erklärungen sucht. Wenn er also versucht, gleich die generalistische Ansicht erklären zu wollen, dann wird er wohl nicht mehr im Bereich der Wissenschaft bleiben können. Das heißt also, wie ich begonnen habe, mich mit dieser Frage zu beschäftigen, was eigentlich auf Anregung eines Kunstkritikers geschah, habe ich mich einfach gefragt, hat es Sinn, wenn du dich mit Kunst beschäftigst, wo liegt der Sinn, was tust du eigentlich? Und bin auf die Frage gekommen, wie können wir es erklären, dass der Mensch fähig ist, Kunst zu machen, und wie können wir es erklären, dass der Mensch offenbar eine Neigung hat, sich an Kunst zu erfreuen. Und jetzt sucht man als Naturwissenschaftler zunächst einmal bei rationalen Erklärungen, und bevor ich irgendetwas Übersinnliches in Erwägung ziehen würde, würde ich alles auszuschöpfen versuchen, was von den Tatsachen her da ist. Und von nun an mache ich es eigentlich ganz kurz. Auf der einen Seite wissen wir, dass jede Art von Kunst, und ich möchte eine Erklärung haben, die nicht nur visuelle Kunst betrifft, sondern auch Literatur und eben den Kunstbegriff, der ja über diese Bereiche hinausgeht. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen schwieriger, als eine Musiktheorie zu schaffen. Und so war es für mich doch eine große Entdeckung, als ich erstmal von Schriften von Max Benze merkte, dass man den Informationsbegriff auf Kunst anwenden kann. Und der Grund dafür ist der, dass eben jedes Kunstwerk zur Wahrnehmung
von anderen geschaffen wird, sonst wäre es ja irgendeine Inzuchtaktion. Also man braucht schon das Gegenüber, an das man sich wendet und von dem man eine Rückmeldung kriegt. Das heißt, Kunst ist eine Kommunikation und dafür gibt es bestimmte Gesetze und Regeln, die dadurch gegeben sind, dass unser Gehirn nicht unbeschränkte Kapazitäten hat, sondern in manchen Kapazitäten beschränkt ist. Wir können nicht beliebig viel Wissensstoff speichern und wir können aus bestimmten Teilen des Gehirns nicht beliebig viel hin und her schieben. Also es geht nur wenig ins Bewusstsein, davon wieder nur ein kleiner Teil in die Zwischenspeicher und nur noch einmal weniger, nämlich etwas, was einer Selektion unterworfen ist, in den Grundspeicher, der dann chemisch offenbar gespeichert ist. Und das heißt also, dass wir eigentlich bei jeder Kommunikation darauf achten müssen, dass wir gegenüber das Publikum nicht überfordern. Und wir merken es natürlich auch, wenn wir selbst das Lesen, was wir geschrieben haben, das Sehen, was wir gestaltet haben, oder das Hören, was wir komponiert haben. Und man kann dann doch so weit in die Rolle des Zuschauers treten, um zu sehen, habe ich den Menschen irgendwie zu viel zugemutet oder bin ich immer innerhalb dieser Regeln geblieben. Und damit, das mache ich jetzt ganz kurz, heißt es, dass wir also bei jedem Kommunikationsvorgang, das machen wir normalerweise automatisch, bestimmte Regeln einhalten müssen, die Informationsquantitäten betreffen. Und das Zweite, ich will da nicht so lang sprechen, nur eine Andeutung, diese Dinge, diese Fähigkeit, von der ich sprach, und diese Bereitschaft, die man bei vielen Menschen findet, sich mit Kunst zu beschäftigen, die muss natürlich einen Sinn haben in unserem Leben. Ich glaube zunächst einmal nicht an eine Erklärung, die meint, dass ein höheres Wesen uns damit beschenkt hat, sondern ich suche, ob das nicht in der Evolution bestimmte Gründe hat, dass wir diese Eigenschaften haben. Und diese Gründe kann man sehr leicht finden. Das ist die zweite Seite. Und aus diesen beiden Wissenschaften her, die Evolutionstheorie und die Kybernetik, würde ich sagen, weil das über das, was Max Benzer gemacht hat, doch ein bisschen hinausgeht und auch in eine andere Richtung geht, kann man einige Grundgesetzmäßigkeiten der Kunst quantifizieren, wobei ich noch längst nicht behaupten will, dass ich ein Bewertungssystem für Kunst gefunden hätte. Im Gegenteil, ein Ergebnis ist, dass es sowas nicht gibt. Und eine andere Geschichte ist, dass das, was Benze noch tun wollte, Emotionen nämlich ausschalten, die sind in meiner kybernetischen Modellbildung außerordentlich wichtig und ich möchte so weit gehen, dass man das naturwissenschaftlich nachweisen kann, dass das Grundwirkungsschema in der Kunst die mit ihr ausgelösten Emotionen sind. Wissenschaftler in einer Person. Sie sind Naturwissenschaftler und von daher sicher nicht ganz weit weg von den Gedankengängen von Herbert W. Franke. Wie ist das bei Ihnen und auch in Ihrem eigenen Schaffensprozess? Spielen da solche Überlegungen eigentlich eine Rolle oder sind Sie Künstler und dann eben nur Künstler im klassischen Sinn, der sich mit den Fragen, wie wird diese Kunst aufgenommen beim Rezipienten, welche Rolle spielen dabei wahrnehmungstheoretische Phänomene, dass Sie die sozusagen völlig ausblenden? Ich habe heute, Herbert, eine ganz agnostische Haltung zu dieser Frage. Kann die Kunst mathematisch erfasst werden? Als ich Mitte 20 war, fand ich den Gedanken begeisternd, ein Schlag ins Gesicht aller Kunst, hallo, ihr macht da irgendwas, wir programmieren, da kommt was aus dem Computer raus, schaut es euch an, ist das nicht toll, und ihr werdet alle auf dem Bauch liegen und zappeln nach Luft schnappen. Und ich glaube überhaupt gar nichts mehr davon, überhaupt gar nichts. Naturgemäß kann jedes Phänomen auch mathematisch oder sonst irgendwie theoretisch behandelt werden. Aber das Phänomen wird nicht erfasst, sondern es wird das erfasst, was das Raster der Theorie zulässt. Und das heißt einfach, das Phänomen bleibt für mich das Phänomen. Kunst ist ein so komplexes gesellschaftliches Phänomen, dass das sich schlicht und einfach dem mathematischen Zugriff entzieht,
Aber selbstverständlich kann ein mathematisch-rationalistisch gesinnter Mensch sagen, und ich setze die Mathematikbrille auf, und dann geht es einem da eben so wie dem bekannten Menschen mit dem Hammer, für den die ganze Welt deswegen, weil er einen Hammer hat, nur aus Nägeln besteht. Man sieht dann nichts anderes mehr. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mathematisch erklären, wenn ich daran glaube, dann werde ich es auch erklären. Aber da bin ich vom rechten Glauben abgefallen. Herr Schatzschneider. Also ich habe eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Zu Beginn meines Studiums dachte ich, man hat ja viel theoretische Physik und schöne Formeln, ästhetische Formeln, dass die Welt in der Tat, wie soll ich das sagen, ein 1:1 Abbild der Mathematik ist. Und das ist ja ein sehr bekanntes, eine erstaunliche Tatsache, dass sich die Mathematik so gut abbilden lässt auf die Welt. Aber ich glaubte das wörtlich sozusagen. Das, was hier dieser Tisch ist, kein Tisch, sondern das sind eben Formeln, Schrödinger-Gleichung, Wellenfunktion. In der Zwischenzeit habe ich auch diese Entwicklung durchgemacht, das glaube ich nicht mehr. Aber ich würde doch im Gegensatz zu Ihnen es wagen, die Mathematik und die Kunst näher zueinander zu bringen. Denn was soll Mathematik, sagen wir mal, in den Naturwissenschaften machen? Sie soll uns in die Lage versetzen, Dinge zu prognostizieren. Und wenn es darum geht, ein Kunstwerk zu bewerten, sehe ich eigentlich keinen logischen Grund dagegen, dass Mathematik in der Lage sein sollte, das zu tun. Sie wird nie das Kunstwerk reproduzieren oder ersetzen können, aber sie wird vielleicht, also ich sehe wirklich keinen Grund dagegen, eine Bewertung vornehmen können. Wir haben ja auch in der Physik die Situation, dass viele Phänomene nicht berechenbar sind. Wir wissen nicht, warum Supraleitung, Hochtemperatur-Supraleitung funktioniert. Es gibt sehr viele ungelöste Fragen in der Kosmologie. Kurz und gut, wir können nicht alles auf die Mathematik abbilden. Trotzdem ist, glaube ich, allgemeiner Konsens, dass es grundsätzlich möglich ist. Möglich? Und heißt das vielleicht sogar wünschenswert? Ich denke gerade daran, dass es ja bis heute eigentlich kein wirkliches Tool, wie man das neudeutsch so schön sagt, für den Kunstmarkt gibt, Kunst zu bewerten nach Kriterien, sondern was bedeutsam wird, ist ja durch ganz andere Faktoren stimuliert, aber bestimmt nicht durch eine wie auch immer geartete, ja, absolute Betrachtung oder Bewertung dieser Kunst. Wäre also die Mathematik oder sagen wir mal die kybernetische Kunsttheorie die Möglichkeit, auch in den Kunstmarkt künftig einzugreifen? Also ich denke, es verhält sich hier ähnlich wie mit zwischen Mathematik und den Wirtschaftswissenschaften. Die Voraussage der Börsenkurse verwendet massiv mathematische Werkzeuge. Die Black-Scholes Equation zum Beispiel, die übrigens aus der Quantenmechanik kommt und jetzt für Börsenprognosen verwendet wird. Das scheint zu funktionieren, aber es funktioniert eben nicht hundertprozentig. Das ist, glaube ich, der kritische Punkt. Sonst wären einige Leute, die diese Gleichungen beherrschen, sehr, sehr reich. Das sind sie nicht. Vielleicht darf ich ein Beispiel geben. Ich bin selbst nicht der Meinung, dass man Kunst bewerten kann, weder mit Mathematik noch sonst auf irgendeine rationale Art. Denn aus allen Erfahrungen, die ich gemacht habe, und das ist ein großer Gegensatz zu Benze, meine ich, dass eine Kunstbewertung nur auf einen einzelnen Adressaten abgestimmt werden kann. Und wenn ich zum nächsten gehe, kann der Wert völlig anders sein. Also diese Idee, die man immer gehabt hat, das ist etwas Absolutes, Allgemeingültiges. Benze hat das, glaube ich, in einer mathematischen Formel zu finden gehofft. Und daran kann ich also nicht glauben.
Ich habe da also durchaus auch meine Grenzen, was die Anwendung solcher mathematischen Formeln ergibt. Aber ein ganz einfaches Beispiel aus der Evolution und den auf diese Weise entstandenen Verhaltensweisen, die durch Emotionen gesteuert sind, wissen wir, dass der Mensch ein waches Wesen ist, aber das gesteuert wird durch Interesse, durch Neugier und abgestoßen wird durch Langeweile. Also wenn irgendetwas stets gleich bleibt, wird es mit der Zeit langweilig und er sucht etwas Neuartiges. Und genau diese Gesetzmäßigkeit haben wir natürlich auch in der Kunst, denn auch die Kunstwerke immer im selben Stil fabriziert, ob mit Computer oder nicht, würde mit der Dauer langweilig sein. Und so sehen wir im Wechsel der Jahrzehnte und Jahrhunderte einen steten Wechsel an modischen Hervorhebungen bestimmter Stilrichtungen, die dann meistens auch wieder bald verschwinden. Und das lässt sich also ganz eindeutig darauf, auf diese auch von der Evolution herrührenden emotionalen Steuerungen hin ableiten. Und im Übrigen ist das natürlich eine ganz vernünftige Sache, denn es führt dazu, dass der Mensch ein waches Wesen bleibt, das stets Interesse an allem in seiner Umgebung hat, was interessant sein kann, sei es, weil es schädlich ist, sei es, weil es nützlich ist. Es wäre, wenn ich ganz kurz nur noch einwerfen darf, aber natürlich durchaus möglich, sozusagen den Durchschnittsmenschen zu generieren, eben aus dem Durchschnitt aller Menschen ihn zu bilden, im Sinne der Schwarmtheorie, wie wir da vorher ja schon drüber gesprochen haben, und dann zu sagen, das ist der Durchschnittsmensch und für den ist dieses die beste Kunst oder die schlechteste. Das wäre zumindest theoretisch eine Möglichkeit, den Kunstmarkt damit in den Griff zu kriegen. Ob das dann Sinn macht oder Bedeutung hat, auch für den Einzelnen, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht, ob Herr Nahke zu diesem Thema gerade noch etwas dazu sagen wollte. Ich wollte auf ein kleines Projekt, was wir mal gemacht haben, vor langer Zeit, das ganz kurz schildern, weil das ein Versuch war von der Art, wir erfassen jetzt hier etwas mathematisch. Ich vermeide jetzt das Wort Kunst von jetzt ab und spreche von Werken. Weil wenn wir von Kunst sprechen, dann ist ja immer schon eine aberwitzige, riesenhaft komplexe gesellschaftliche Bewertung da drin. Ich spreche jetzt nur von Werken. Und dann kann ich da vielleicht dann irgendwelche vernünftigen Bewertungen, die sind aber nicht Kunstbewertungen, sondern ganz andere ansetzen. Ich habe 1970, 71 ein Projekt gemacht, das hat eine fertig vorliegende Menge von Werken genommen, die bekannten senkrecht, waagrecht, schwarze Balken, blau, rot, gelbe, weiße Flächen von Mondrian. Also eine kleine Menge, gut 100 Werke abgeschlossen. Das ist jetzt schon mal eine wichtige, bei den Börsenkursen immerhin, da ist ein gesellschaftlicher Prozess dahinter, der höchst aufgeladen ist. Es geht um, was weiß ich, Milliarden, Billionen wahrscheinlich jeden Tag, ist ja was ganz anderes. So, jetzt nehmen wir also diese Mondrians, die Sie alle kennen. Warum denn die? Na, weil die einfach zu vermessen sind und nicht die Bäume davor und noch was alles. Was auch schon, aber die so. Und da haben wir jetzt eine Datenbank angelegt, wo jedes von diesen Bildern drin war, mit allem, was dazu jetzt einfach historisch aufgelistet werden muss und dann vielerlei Messungen dran gemacht. Nur um, was ich habe vergessen, wie viele, vielleicht 30 verschiedene Messungen, nur um eines zu sagen, zum Beispiel den Schwerpunkt von Blau jetzt in dem Bild, den Schwerpunkt von Gelb, den Schwerpunkt von Rot in dem Bild. Vielleicht war Rot nicht drin, dann war es halt nicht drin. Dann bilden die drei ein Dreieck. Dann haben wir dieses Dreieck angeguckt, könnte ja sein. Ne? Das jetzt untersuchen, also so wie jemand eben ein Phänomen physikalisch untersucht, muss er auch stochern mit der Lanze in der Gegend, so haben wir halt da in die Mondrians reingestochert. Und das ganze Projekt wurde gemacht jetzt aus folgender kühner, wie alt war ich da, was weiß ich, 28, Idee. Wir machen jetzt Zeitreihen, Börse, wir machen jetzt Zeitreihen, also über die Jahre hin werden die Mondrians aufgefächert. Mit all diesen Maßen. Wie entwickeln sich diese Maße? Wir hatten dazu schon eine tolle mathematische Sache. Wir haben eine Klasse von Graphen, so nennen die Mathematiker das, entwickelt,
die genau die Mondrian-Strukturen enthält. Das sind dann zwei oder drei Mondrians, die geometrisch verschieden aussehen, topologisch aber einander äquivalent. Das fand ich schon grandios. Da kann man nämlich dann wirklich jetzt etwas machen. So, und jetzt könnt ihr euch denken, was das Projekt werden sollte. Ein Vorhersagemodell. Jetzt wisst ihr, dann geht er plötzlich nach New York und dann ist Feierabend mit Schwarz. Jetzt kommen Mondrians in den schwarzen Balken. Die schwarzen Balken werden zu Mondrians. Und jetzt, so aberwitzig kühn war ich da, jetzt sollte das Vorhersagemodell so toll werden, dass es das Vorhersagen täte. Hätten wir das hingekriegt, na, das wäre grandios gewesen. Da hätte ich dann gesagt, okay, ja, mit Mathematik kann man was machen. Nicht Kunst, hat mit Kunst überhaupt gar nichts zu tun, sondern dieses Phänomen, diese Bilder von Mondrian werden jetzt so untersucht. Schlussstrich, ich habe dann viel später, was weiß ich, 30 Jahre später, einen Studenten angesetzt, mach mal den Hypermondrian. Und das sollte jetzt was ganz anderes sein. Nichts mehr mit Messungen, sondern jetzt gehen wir in die Balken rein, schweben da drin rum und die können dann plötzlich sich auflösen in kleine Quadrätchen und sowas. In den Balken da drin, in einem Hypermondrian-Balkengerüst, da kann dieses und jenes plötzlich geschehen. Also da haben wir das rumgedreht von der früheren 70-Analyse, von der ich glaube, dass die bei einem solchen einfachen Werk ein bisschen was bringen kann, was natürlich mit Mondrian selbst überhaupt gar nichts zu tun hat. Da gibt es ja Leute, Herbert, bist du einer von denen etwa, die denken, das sei der Geometrie. Das ist, weißt du doch, die reine Mystik. Also der Mondrian, den wird man da überhaupt gar nicht gerecht, wenn man denkt, der macht da schwarze Balken. Das sind ja ganz riesige, esoterische geradezu Geschichten, die in den Bildern da ausgedrückt werden. Und wenn man solche Untersuchungen macht, wie ich jetzt hier spreche, dann wird man dem Mondrian als Künstler überhaupt gar nicht gerecht. Das ist, warum ich absolut da agnostisch bin. Gut, wir haben jetzt über die Prognose gesprochen. Ich möchte jetzt gerne über das Thema Fortschritt mit Ihnen kurz sprechen, bevor wir dann auch noch einen Ausblick in die Zukunft tun, wie der Künstler von morgen sich darstellt. Fortschritt in der Kunst, ist das eigentlich Fortschritt der technischen Mittel oder ist das wirklich Fortschritt der Kunst? Kann die Kunst Fortschritt haben und wenn ja, wie oder ist das per se nicht möglich? Ich meine, dass der Ausdruck Fortschritt vielleicht nicht das Richtige ist, aber ich würde von Veränderung sprechen. Ich lasse zunächst einmal außer Acht, dass über längere Zeiten hindurch sich auch der Mensch ändern könnte, das Gehirn ändern könnte, dann wäre eine andere Art von Kunst möglich und man könnte das Fortschritt bezeichnen. So aber, solange wir die Menschen bleiben, die wir sind, können wir sie verändern, aber einen echten Fortschritt werden wir in dem Sinn, wie es hier erwartet wird, indem wir Bilder machen, wie es noch nicht gegeben hat, nur sehr mühsam machen können. Also ich meine zum Beispiel, dass es ein gewisser Fortschritt ist, wenn man mit dem Computer das, was man mit präzisen Darstellungen machen kann, noch ein bisschen gegenüber von dem erweitern können, was man mit der Hand machen kann. Der Konstruktivismus hat mit geraden Linien und mit Kreisbögen gearbeitet, weil es ein Lineal gibt und weil es einen Zirkel gibt. Und ich erinnere mich an eine Diskussion mit Konstruktivisten, wo ich dann gefragt habe, ob eigentlich jetzt, wo wir den Computer zur Verfügung haben, es denkbar wäre für einen Konstruktivisten, wenn wir nun diese linearen und kreisfunktionalen Elemente dann zu erweitern in kompliziertere Kurvenformen. Da gibt es auch theoretische Möglichkeiten über das Problem der Stetigkeit, die der Symmetrie äquivalent ist, aber das soll jetzt gar nicht besprochen werden. Und da hat man mir gesagt, nicht wahr, das ist, ich habe also einen heftigen Widerspruch gehört und eben man hat dann darauf hingewiesen, auf diese
Dinge, die da noch drinnen stecken, nicht weil die über das rein mathematisch-geometrische hinausgehen, das muss ich dann akzeptieren, wenn also da irgendwelche symbolistischen Dinge oder irgendwelche proportionalen Gesetzmäßigkeiten, wie auch immer sie zustande gekommen sind, drinstecken, dann kann ich nicht mit irgendeiner Mathematik gehen und durch Zufallsgeneratoren weitere Dinge machen, die dem entsprechen. Aber meine Frage war ja zunächst einmal ganz sachlich. Ich würde sagen, dass durch interessante Überlagerungen von Kurven etwas zustande kommt, was also alle Eigenschaften eines Kunstwerks in sich hat, dass es sich nämlich zu übergeordneten Formen schließt, dass man also damit in verschiedene Ebenen aufbauen kann, nicht wahr? Und das aus verschiedenen Richtungen her betrachten und eine Menge drinnen entdecken kann über die Gesetzmäßigkeit und so weiter. Und das hat mich einfach interessiert und man hat mir gesagt, nein, das geht nicht. Das hat mich nicht davon abgehalten, also mit Kurvenüberlagerungen zu arbeiten. Und ich bin mit den Ergebnissen auch ganz zufrieden, obwohl ich da keine geheimnisvollen Gesetze drinnen habe, die ich nicht verrate, weil es eben nicht gibt. Und da müsste ich also jetzt über den Fortschritt, das ist aber noch nicht alles, das ist ein kleiner Fortschritt, um einen größeren vielleicht noch zu erwähnen, ist Folgendes. Wir haben die Möglichkeit, die Menschen über verschiedene Wahrnehmungskanäle anzusprechen. Also über das Akustische, nicht nur über das Visuelle und über bewegte Formen und über stillstehende Formen. Und beispielsweise hat man bisher in der visuellen Kunst nicht bewegte Grafiken erzeugen können. Die Fotografie hat Abbilder von so etwas erzeugt, aber in Bewegung etwas, während es sich bewegt, verändern und formen, durch interaktiven Gebrauch beispielsweise, das ist durch das Instrument Computer möglich geworden. Und das erscheint mir ein echter Fortschritt zu sein. Es gibt aber noch ein halbes Dutzend andere, die hier zu erwähnen wären. Ich bleibe noch einmal bei dem. Denn es war ein alter Wunschtraum von Künstlern zu sagen, also dieses indifferente Publikum, das inaktiv staunt und schaut und sich wundert, das ist eigentlich kein adäquater Partner. Und ich wünsche mir ein Publikum, das mir eine Antwort gibt, und zwar durch eine Veränderung des Kunstwerks. Also ich möchte ein interaktives Kunstwerk schaffen, wo ich in eine Kommunikation mit dem Betrachter trete, dem ich dann wieder etwas entgegnen kann. Das erscheint auch ein ästhetischer Prozess und es wäre hochinteressant, das auch in die visuelle Kunst einzuführen, was in der Musik durch gemeinsames Improvisieren über Instrumente ja schon lang möglich ist. Und hier ist es die Technik, die doch zu neuen Arten der Kunstausübung führt und auch zu neuen Arten der Kunstempfindung. Und hier sehe ich als Beispiel nur gesprochen einen echten Fortschritt. Professor Nake, die Frage würde ich gerne auch an Sie weitergeben. Vielleicht auch schon mit einem kleinen Blick in die Zukunft der Kunst oder auch des Künstlers, wie Sie diesen definieren und ob Sie glauben, dass das, was wir heute auf der technischen Front erleben, Dinge, die in Richtung virtuelle Welten gehen und dergleichen, aber auch das Thema Interaktivität, was Herr Franke gerade angesprochen hat, ob Sie glauben, dass das einen Einfluss haben wird auf den Künstler von morgen? Sie reißen tolle Themen da immer an, Jahrhundertthemen, ist klasse. Und ich muss mal zwischendurch sagen, ich finde toll, dass Sie sich sehr zivil immer noch verhalten. Es ist ja nicht gerade sehr kühl in dem Raum. Ne? Und also alle Hochachtung. Ich sage jetzt da gerne was, ein ganz kleines noch, wie das gerade, Frau Pech, losgegangen war, der Austausch. Herbert, da hast du mich jetzt schwer überrascht, und zwar jetzt im Sinne von, oh, das hätte ich von ihm nämlich nicht erwartet, die Frage mit dem, gibt es einen, kann es einen Fortschritt in der Kunst geben? Da hat er gesagt, da weiß ich nicht, Veränderung. Da möchte ich noch, habe ich persönlich eine ganz radikale Haltung, es gibt überhaupt gar keinen Fortschritt in irgendeiner Kultur, aus meiner Sicht, sondern immer nur das andere. Ein Fortschritt würde ja heißen, etwas wird besser, dann muss aber gleichzeitig irgendwo etwas schlechter werden. Und alles, was wir wissen über die Veränderung in der Kultur, ist doch, dass immer zu Lasten von etwas, was die ältere Generation dann als Verlust empfindet, die jüngere Generation etwas gewinnt.
Also gibt es ständige Veränderungen. Da könnte man ja Beispiele in Hülle und Fülle bringen, an die Änderungen allerdings schon. Und dann werde ich mit der Interaktion aber dann doch da ein kleines Rückzugsgefecht einsetzen, wo ich mich also in Gefahr begebe. Hier hängen Bilder an den Wänden. Und Herbert W. Franke hat vorhin einigen ausgewählten Menschen aus der Presse, also Multiplikatoren, das da schön erklärt. Die sind also alle mit dem Computer gemacht, aber die sind ansonsten so, wie jedes andere Bild auch wäre. Ein Stück Papier, ja, sind glaube ich alle auf Papier, und da sind irgendwelche Farbverteilungen drauf, fertig. Das ist so, wie immer Bilder sind, ein Stück Materie, die als Zeichen wirkt. Für uns nämlich, die da kommen und das angucken, sind das dann Zeichen. Wenn wir alle rausgehen, das Licht ausmachen, dann ist das ein Stück Papier mit Farbe drauf. Jetzt kommt aber tatsächlich was Neues mit der Interaktion. Das interaktive Bild enthält zum Teil in sich selbst seine Beschreibung, das nennt man da nämlich Programm, und diese Beschreibung ist, sage ich jetzt mal ein bisschen komisch, exekutierbar. Also die kann laufen. Diese Bilder können ja auch beschrieben werden, aber nicht im Bild selbst. Ich kann auf das Bild jetzt was draufschreiben. Ceci n'est pas une pipe, zum Beispiel. Right? Everybody knows it. Oder ich kann da auch draufschreiben, das Programm, das können wir alles machen. Aber dann ist nur auf dem Bild die Beschreibung drauf. Bei dem interaktiven Bild, das ist nur interaktiv und kann interaktiv nur sein, weil es aus einer Oberfläche besteht, das ist das, was wir sehen, und einer Unterfläche, das ist, was der Computer macht. Und diese Zeichen, ich nenne die algorithmische Zeichen, die sind neu. Die werden nun genutzt tatsächlich, und die ganze sogenannte Computerkunst wird ein kleiner Aperçu in der Geschichte sein, dann, wenn sie ganz in der Interaktion aufgegangen wird. In der Interaktion wird sie kaum in den Museen sein, sondern im öffentlichen Raum, auf vielfältigste Weise, die jetzt zu spekulieren sich gar nicht lohnen würde. Aber da kommt tatsächlich etwas Neues in, ja, wie soll ich jetzt sagen, in die Kunst möchte ich nicht sagen, weil die ist da nicht mehr wichtig. Das sind keine Werke, die auf dem Markt erscheinen und sowas. Schaut, auf dem Markt, was ist da los? Ja, das wisst ihr alle, kauft ihr ja die ganze Zeit Leipzig. Right? Ne? Oder Jonathan Mese. Ist, ne, also ist doch bekannt alles, ja, und so. Also, ne, und was, das sind Bilder, die sind, haben es mit Computer überhaupt gar nichts zu tun. Ne? Also es bleibt die Kunst bestehen, die verschwindet nicht. Das ist ein absurder Gedanke, aber es ist was Neues daneben entstanden, und das wird aus den Museen heraus, aber eine Ästhetisierung der Städte bedeuten Lichtarchitektur. Ich gehe an dem Gebäude vorbei, das Gebäude erzählt mir was und dergleichen mehr. Also das wäre mein kleiner Ausdruck. Ja, da glaube ich sehr wohl. Und wenn ich das noch, Frau Pech, sagen darf, die Computer sind ja Maschinen. Die sind so, wie sie sind und machen das, was sie machen. Die erste Phase der Auffassung vom Computer, ganz zu Recht, ist als Automat. Da geht es um die Berechenbarkeit. Die zweite Phase, die setzt in den Mitte 80er Jahren ein und ist für die meisten von uns jetzt auch die tragende, das ist die, wo der Computer betrachtet wird wie Werkzeug, als sei er ein Werkzeug, was er nicht ist, er ist eine Maschine, aber er wird betrachtet metaphorisch als Werkzeug, die wird von Interaktion getragen. Berechenbarkeit, Automat, Interaktion, Werkzeug. Die dritte Phase, die derzeit anfängt, angefangen hat, die wird sich dann in der interaktiven Kunst zeigen, das ist die des Computers als Medium. In dem Umgang damit, Performance, wo der Mensch nicht wie in der Interaktion reduziert wird auf die Maus. Das war in deinem Science-Fiction schlecht, wenn ich das sagen darf, als Fußnote, da werden die keine Maus mehr benutzen. Nein, nein, da machen die so. Die Maus wird total verschwinden, die ist jetzt bloß für uns zum Trost, weil wir mit Werkzeugen umgehen können. Wir sind noch nicht so, unsere Körper
sind noch keine Körper wieder geworden. Aber das werden sie demnächst werden. Es wird ganz spannend. Danke, das war ja eigentlich schon ein Schlusswort. Ich möchte gerne an Herrn Professor Schatzschneider übergeben. Wir haben ja jetzt die letzten Minuten sehr viel über Bildkunst gesprochen. Ich möchte aber auch Sie fragen, jetzt von der Literatur kommend, von dem Wort, wie Sie die Zukunft Ihrer Kunstrichtung, also der Literatur, sehen und ob Sie auch hier dem Thema Interaktion eine Rolle geben für die Zukunft und auch die Auswirkungen, die das auf den Künstler haben wird. Also ich denke, das gibt es ja schon in Ansätzen, die interaktive Literatur. Es gibt ja, glaube ich, so einen Roman im Internet, oder gab es, wo alle Leser eingeladen waren, mitzuschreiben. Und das war, glaube ich, ein recht schöner Erfolg. Die Zukunft, es ist relativ ein sehr weiter Begriff, wieder ein Jahrhundertthema, wie Sie gesagt haben. Es ist, vielleicht sollte ich mit einer Bemerkung beginnen, die mich sehr erstaunt hat. Es gibt angeblich jetzt Programme, mit denen man analysieren kann, wer der Autor eines Textes war, natürlich, wenn diese Autoren schon in einer Datenbank drin sind. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das relativ einfach und geradlinig. Es werden Worthäufigkeiten analysiert und Wortfolgen analysiert und rauskommt dann, also das wurde von Herbert W. Franke geschrieben, vielleicht sogar mit der Datumsangabe, mit der korrekten. Nun, wenn das so ist, dann wäre das zum einen einmal ein Beispiel dafür, dass man Kunst in einem gewissen eingeschränkten Sinne doch mit dem Computer beurteilen kann oder wird können. Vielleicht nicht die bildende Kunst, da bin ich sehr bei Ihnen. Aber bei der Literatur, bei der Musik vermutlich auch, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das funktionieren wird. Nun, wenn das so ist, dann wird die Faszination einer solchen Kunstrichtung wahrscheinlich sehr stark abnehmen, weil die Individualität dadurch gewissermaßen sehr stark reduziert wird oder vielleicht gar ganz auf der Strecke bleibt. Also so viel vielleicht zu dem, was ich als Veränderung, nicht Verbesserung und nicht Verschlechterung, sondern Veränderung mir denken kann in der Zukunft. Ansonsten, ja, also ich glaube, gelesen wird immer werden, solange Menschen Zeichen entziffern können. Und das macht wieder Hoffnung. Weiß, dass wir schon ein bisschen über der Zeit sind. Deswegen möchte ich jetzt das Schlusswort auch dem Jubilar geben. Und ich denke, er hat auch einiges zu diesem Thema, was er uns noch gerne mitteilen möchte. Also ich möchte zunächst einmal antworten auf Ihre Fiktion. In der Tat, diese statistischen Untersuchungen gibt es. Und offenbar kann man die Autoren dann herausfinden, die dem gefolgt sind. Aber ich würde natürlich jetzt, ich hätte erwartet, Sie gehen jetzt den nächsten Schritt und sagen, wenn man mal diese Statistik hat, dann ist es ja nur noch ein Schritt, etwas Neues zu schreiben, das dieser Statistik folgt. Nicht wahr? Und dann hätten wir eigentlich, wenn da wirklich durch die Statistik wirklich alles erfasst sein würde, was ich verzweifle, dann hätten wir tatsächlich neue Werke von längst verstorbenen Schriftstellern. Das ist ja ganz interessant und ich meine, in diese Richtung zu experimentieren, wäre recht reizvoll. Ich würde dann vielleicht die Statistik sogar ein bisschen verändern, nicht wahr? Oder vielleicht kommt was Besseres heraus als Goethe, nicht wahr? Wäre ja nicht schlecht. Aber ich glaube, das Entscheidende, die entscheidende Frage ist eigentlich was ganz anderes. Wir können im
Bereich der Musik und im Bereich der bildenden Kunst mit unseren Computern sehr viel machen. Und wir können uns vorstellen, dass sie noch ein bisschen schneller werden und dass wir noch bessere Programme haben und eine bessere Basis von Grundgrößen. Und da könnte es weitergehen. Aber das liegt einfach daran, dass die Literatur grundsätzlich etwas anders ist, also nämlich in der Art, wie wir sie normalerweise vorfinden, das Schwergewicht auf der Semantik liegt. Und das heißt also, wir brauchen eine Maschine, die die Semantik beherrscht. Und das ist zweifellos heute noch nicht der Fall. Wir brauchen die künstliche Intelligenz. Und wenn irgendetwas als künstliche Intelligenz ausgewiesen wird, dann ist es natürlich heute direkt lächerlich, ein Anrufbeantworter, der dann vielleicht merkt, ob man fröhlich oder traurig ist oder sowas. Das ist noch keine künstliche Intelligenz. Sondern ich meine hier wirklich, dass in der Entwicklung der Computertechnik, ob es da noch ein Computer ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es dann Schaltungen geben muss, die selbst wachsen, sich selbst organisieren und lernfähig sind. Und wenn es so etwas gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man wirklich zu einer künstlichen Intelligenz kommt, indem man ein solches System zunächst einmal an einen Menschen anschaltet und über 20 Jahre hindurch alles an informationellen Veränderungen, Eingaben, Ausgaben dem System miterleben lässt, was der Mensch auch hat, und der beobachtet aber zusätzlich seine Reaktionen. Und das wäre ein erster Schritt zu einem System, das also jedenfalls nicht war als in Simulation eine wirkliche Intelligenz hervorbringen könnte, und vielleicht durch Abweichungen dann können wir das weiterentwickeln. Aber auf jeden Fall würden wir solche Maschinen brauchen, bevor wir mit Maschinen Literatur erzeugen können. Das Problem erfordert die Beherrschung der künstlichen Intelligenz. Damit wären wir dann eigentlich schon bei dem Thema unserer zweiten Veranstaltung, die in Dresden sein wird, wo wir uns nämlich genau mit diesem Thema der künstlichen Intelligenz befassen werden. Ich darf Ihnen mitteilen, für alle, die heute hier waren, und ich möchte mich schon sehr herzlich für Ihre Anwesenheit bedanken, dass wir alle anderen Veranstaltungen, die folgen werden, wie diese auch, als Podcast im Netz haben werden. Wenn Sie sich also für die weiteren Diskussionen interessieren, können Sie da virtuell durchaus auch daran teilnehmen. Ich glaube, wir haben eine sehr interessante Diskussion gehabt, die zeigt, dass am Ende auch Wissenschaftler und Künstler, die einen ähnlichen Hintergrund haben, doch Individuen sind, die ihre eigene Sicht auf die Dinge haben, die natürlich auch geprägt ist durch ihre eigene Geschichte. Ich möchte mich sehr herzlich bei den drei Anwesenden für die Statements und die Beteiligung an dieser Diskussion bedanken und möchte jetzt das Wort kurz an Herrn Bruckner übergeben für den weiteren Ablauf.